Willkommen auf der Satox zu einem wahrscheinlich etwas längeren Video mal wieder. Und zwar war ich das Wochenende auf der Animagic in Mannheim unter dem Motto United Again. Ja, war echt cool, dass sie mal wieder stattgefunden hat. Allerdings ein bisschen organisatorische Defizite, was ich hoffe, dass sie das bis zum nächsten Mal ausmerzen. Dazu vielleicht in einem anderen Video oder in den Kommentaren, je nachdem, egal. Dann noch der kurze Hinweis, falls ihr mich dann mal auf einer Con finden wollt oder so weiter, sofort folgt einfach mal meinem Instagram-Account, explizit dem Cosplay-Account, da werdet ihr die Stories sehen, was ich den Tag anhabe, da ich ja auch immer im Cosplay auf die Cons gehe. Und ja, dann in dem Video hier, wie ihr dem Titel vielleicht dann schon entnehmen könnt, will ich euch so ein bisschen mal wieder die Beute zeigen, wie es denn so bei den ganzen anderen Cons immer war. Und ich bin ein kleines bisschen eskaliert. Es war jetzt 3 Jahre lang keine Animagic. Und ja, ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal Stück für Stück die Beutel an. Ich hole erstmal den ganzen Zettelkram raus. Die Zusatzprogrammhefte und das Ticket muss ich ja nicht zeigen. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Die aktuelle Ausgabe von dem Akiba Pass Magazin. Werbung fürs Mein Matsuri. Dann irgendwas, was mir noch in der Hand gedrückt wurde. Diverse Aufkleber. In vielfacher Ausführung nochmal Akiba Pass. Dann eine hübsche Karte von dem Violet Evergarden Film, den man sich hätte auch vor Ort signieren lassen können. Ja, war alles ein bisschen schwer, irgendwie an Dinge ranzukommen. Man ist nicht mal wirklich in die Halle reingekommen. Aber wie gesagt, vielleicht ein anderes Thema für ein anderes Video. Oder ich kann es nebenbei ein bisschen erzählen. Das hat mir übrigens jemand, einer der Künstler in die Hand gedrückt mit den Worten: Sieht super aus. Vielen Dank dafür. Aber ich weiß gar nicht, ob das überzählen wird. Dann habe ich bei Figuya mal bei der Lotterie mitgemacht. Da konnte man Figuren gewinnen. Ich hatte Kategorie F gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das Los noch irgendwo habe. Das wird irgendwo. Ach, hier oben liegt sogar. Ja, hier ist noch das Los. Da kann man immer so an Lotterien teilnehmen. Finde ich immer recht spaßig. Los kostet zwar 15 €. Aber man wirft da sowieso schon genug Geld weg. Da ist das ein bisschen. Und die Chance auf eine richtig geile Figur ist immer dabei. Ja, dann hier so ein Poster aus mit Detektiv Conan, das habe ich einfach mitgenommen, und Yaiba, wahrscheinlich selber Mangaka, ich kenne mich da leider nicht so wirklich aus. Dann kann ich mich gar nicht erinnern, das mitgenommen zu haben. Aber das, da hatte ich tatsächlich schon auch eine Empfehlung, ich glaube von Pixelwirt bzw. Wirt von Rocket Beans gesehen und klingt auf alle Fälle interessant. Dann noch ein paar Visitenkarten. Gucken, was in der anderen Tüte noch für Kleinkram drin ist. Achso, ja, machen wir gleich noch die Poster hier. Und da habe ich mir von den Sprechern von die bei Anime Haus waren, mal die kleinen Pösterchen hier klicken lassen. Muss ich mal zwischen schwere Bücher noch legen, dass die Dinger wieder platt werden. Ist halt immer doof, sowas irgendwie auf einer Con vernünftig verwahren zu können. Aber dazu komme ich dann gleich nochmal, also zu den Sprechern. Dann habe ich auch ein bisschen Scheiße gebaut, mehr oder weniger. Ich habe mir nicht das Con-Paket Deluxe-Ticket geholt, sondern nur das mit United Again T-Shirt. Und wo sie die restlichen Con-Pakete noch verkauft haben, war ich leider gefühlt nur eine Minute zu spät und habe das letzte natürlich verpasst. Aber ich habe mir noch ein separates Con-Shirt der aktuellen Animagic geholt. Wobei ich tatsächlich irgendwie diese riesigen Motive stellenweise unangenehm zu tragen finde, aber es geht, klar. Aber die älteren Motive, wie zum Beispiel von meiner ersten Animagic von 2013 mit Neon Genesis Evangelion, waren natürlich auch, finde ich, ein bisschen besser. Dann habe ich bei Stadt, Land, Fluss bei KSM Anime mitgemacht, leider verloren, deswegen habe ich aber trotzdem Trostposter bekommen. Und irgendwie waren da zwei Poster aufgewickelt. Ich habe mir Blue Meteor genommen, da ich die
Story um die beiden Mädels echt niedlich finde. Dann gab es bei Peppa mit Anime eine Spielestation anlässlich des 10-jährigen Jubiläums und da musste, habe ich mich zweimal angestellt quasi. Hat zwar eine Weile gedauert, aber dafür gab's konnte ich mir quasi diese schöne Leinwand von Toilet Bound Hanako-kun erspielen. Die ist halt schon echt süß. Dann haben wir hier noch ein Violet Evergarden Poster. Da habe ich tatsächlich gar nicht, wirklich nur das eine diesmal, sonst lag bei Universum Anime halt immer sehr viel aus. Ja, ich scroll jetzt mal so durch. Das ist die untere Hälfte und das ist die obere Hälfte. Mal gucken, was auf der Rückseite noch ist. Das ist meistens noch eine andere Seite drauf. Ah, da lief der Trailer. Das sah auch interessant aus. Habe ich zwar vorher noch nie wirklich was von gehört. Wenn das von euch schon jemand gesehen hat, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob sich das denn auch lohnt. So, muss ich mal ein bisschen Platz machen, weil jetzt kommen nämlich langsam die großen Sachen. Also, was ihr von dem Kanal gewohnt seid. Einige Sachen. Achso, und für mein Hutau-Cosplay vom Samstag hat eine Freundin noch den schönen Geist entdeckt, den habe ich mir dann gleich mal mitgenommen. Ist halt ein schönes Accessoire. Zack, der ist weg. Leider hatte ich das beim Shooting noch nicht dabei. Dann hole ich mal den ersten Beutel raus. Und das ist Haarspray. Übrigens, Haarspray ist auf der Con verboten. Denkt da vorher dran. Und nur 0,5 Liter Wasser mitnehmen. Habe ich hier einmal das Violet Evergarden Notizbuch. Das Papier sogar so ein bisschen auf alt gehalten. Kann man aber auch sich auch hier schön zumachen. Gab es nur einen Zusammenhang mit Violett-Produkten im Wert von 50 Euro. Deswegen habe ich mich dann doch zu der UHD, obwohl ich noch nicht mal einen UHD-Fernseher habe, quatschen lassen. Aber sammlermäßig, ja, muss das halt sein. Also, und ich werde in diesem Video hier nichts auspacken. Ich zeige euch nur die Beute und die ganzen anderen Sachen werden dann demnächst folgen. Dann habe ich mir Saints Magic Power is Omnipotent komplett geholt. Alles verpackt in diesen Beutel mit den Titeln, die bei Universum, ich sage die ganze Zeit Universum Anime, es heißt ja jetzt Leonine Anime, steht da auf den meisten auch schon komplett drauf. Weiß gar nicht, wie das jetzt bei älteren Releasen ist, ob das da mit neueren Revision auch geändert wurde. Ja, schicker Beutel gab es gerade noch dazu und Beutel kann man immer gebrauchen. Ich tue das hier mal beiseite. Dann mache ich mal weiter mit, was ich schon erwähnt hatte. Das ist schon ein bisschen ausgepackt und zwar habe ich mir von den Synchronsprechern, explizit von den Synchronsprechern vom Hauptcharakter und von ihr, der Name ist mir leider entfallen, noch das erste Volume von Hanasaku Iroha signieren lassen. Deswegen muss ich es ein bisschen auspacken. Da habe ich mir die quasi Complete Collection geholt mit der kompletten Staffel und den Film. Hab da aber auch noch ein super Angebot quasi bekommen, preismäßig. Also für eine komplette Serie und den Film geht das klar. So, ein bisschen rumgeknickt hier. Ja, das ist immer doof, wenn man zu viel hat, ist die Chance, dass alles heil ankommt, immer recht gering. Dann habe ich sogar einen Grund. Ach, ich habe einen Anniverse-Keks. Den haben die mir wahrscheinlich in die Tüte geworfen, weil ich habe das Ding dann nicht mit reingetan. Gucken wir mal, was ich mir hier noch bei KC geholt habe. Und zwar einmal das erste Volume von Jujutsu Kaisen. Das zweite Volume von Rent a Girlfriend, aber halt. Das erste habe ich auch gleich dabei. Dann habe ich noch Sing Yesterday for Me, das zweite Volume. The Quintessential Quintuplets, das zweite Volume. Von der Final Season von Attack on Titan, das zweite Volume. Und das erste Volume von der Psycho-Pass Staffel 3. Und das sehe ich jetzt gerade an der Tüte auch noch. Das ist das diesjährige Dreijahresband. Ist sogar beidseitig bedruckt mit United Again innen drinne noch. So, dann habe ich tatsächlich auch schon die erste Tüte leer. Und gehen wir mal zur KSM-Tüte über. Und da habe ich mir zu einem echt guten Preis Kinos Reise endlich geholt.
Hatte schon länger mal auf dem Plan, habe ich damals. Und ich habe die 10-Minuten-Markierung bzw. Limitierung der aktuellen Aufnahmefunktion etwas überschätzt. Ja, jedenfalls habe ich mir bei KSM Kinos Reise zu einem super Preis geholt. Ist ein echt schönes Seil, habe ich damals schon im Simulcast angeguckt. Kann ich jedem ans Herz legen. Ich weiß nicht, was der aktuelle Anime Planet Preis ist. Aber der hier lag circa unter der Hälfte, wie er ursprünglich verkauft wurde, oder sogar weit unter der Hälfte. Und da kann man definitiv zuschlagen. Dann bin ich ja großer Colts und Panzer-Fan. Da musste natürlich der dritte Film des Finales auch noch mit in meine Sammlung. Das habe ich auch schon öfters mal gesehen. Beziehungsweise also gerade den Charakter mit den Schleifen. Der ist dann schon recht cute. Deswegen habe ich da einfach mal das erste Volume mitgenommen, um schon mal reinzuschauen. Von Shoujo Mangaka Nozaki-kun. Eine Serie, die ich tatsächlich auch recht früh in meiner Anime-Karriere, nenne ich es jetzt einfach mal, gesehen habe, ist The Hentai Prince in the Stony Cat. Und da habe ich mir gleich die beiden Volumes mitgenommen, weil die Serie möchte ich dann doch in meiner Sammlung haben. Hier sogar mit süßen Katzenausschnitt. Mehr dazu dann in den Unboxings selber. Und auch wenn ich Sing a Bit of Harmony besser fand als Belle, habe ich mir von Belle die Ultimate Collection geholt. Denn es ist immer noch ein guter Film. Also, wenn ich sogar sagen würde, ein sehr guter Film. Halt für meinen Geschmack ein kleines bisschen overhyped, aber immer noch grundsolide und für jede Sammlung äußerst wichtig. Zumal in der aktuellen Zeit halt die Lieder auch mal auf Deutsch gemacht wurden. Das finde ich cool. Das finde ich geil. Das habe ich wiederum ein bisschen in Single Bit of Harmony vermisst, aber sowas ist es halt aufwendig. In dem Sinne, ja. Das sind so die Sachen. Ach, wenn ich noch zu Ende. Bei KSM gab es so richtig schön stabile Tüten. Ich meine, das ist ja gut, das wird wahrscheinlich Senfkram sein, aber gerade wenn man immer mal als Cosplayer auch unterwegs ist, sind solche Tüten echt geil. Dann, so viel zu meiner Ausbeute. Ist halt doch einiges geworden. Und wieder, trotz dass ich. Da fällt der Käse runter. Noch jede Menge Material, beziehungsweise jede Menge Backlash. Wie heißt das, wenn man Zeug noch da hat, was man eigentlich schon auspacken wollte oder was man machen wollte? Habe, ist jetzt einiges Neues dazu gekommen, was ich dann wahrscheinlich auch erstmal priorisieren werde. Ganz einfach, um wieder ein bisschen Aktualität auf den Kanal zu bringen. Ich weiß, das ist ein bisschen ins Hintertreffen gekommen in den letzten 2 Jahren. Ja, was bleibt da noch zu sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Der Geist sagt euch noch Tschüss. Und seid auf die Unboxings gespannt. Und schreibt mir gerne mal eure Story oder eure Geschichte, wenn ihr auf der Animagic wart. Bis dahin. Ciao.